Hi, ich bin Johannes und ich finde Geld geil. Aber nicht so, wie ihr jetzt denkt. Mit 12 bin ich nach Shanghai gezogen. Bis dahin war mir Wirtschaft total egal. Aber dann in China, krasser Boom. Und im Rest der Welt? Finanzkrise. Das fasziniert mich irgendwie, auch wenn ich es noch nicht genau verstehe. Dafür verstehe ich was von Partys. Zurück in Berlin habe ich mir mein Geld deshalb als Veranstalter verdient. Aber ich wollte mehr. Und vor allem dahin, wo das Geld herkommt. Zur Bank. Das sah damals aber nicht so aus. My name is Jordan Belfort. Sondern eher so. Langsam habe ich die Zusammenhänge verstanden. Und wie wir Menschen ticken. Wir wollen nämlich vor allem eins. Mehr. Und auch ich träume schon von Aktiengewinnen, Eigentumswohnung und genug Rendite, damit ich nie wieder arbeiten muss. Aber will ich wirklich so lange Reiche reicher machen, bis ich selbst einer von ihnen bin? Ich kündige und muss erstmal raus. Auf meiner Reise wird mir klar, die Kraft der Märkte ist überall zu spüren. In China ist die Luft in den Städten inzwischen eine Gesundheitsgefahr. Und um dem Smog zu entkommen, kaufen sich immer mehr Menschen Autos, mit denen sie die Städte dann noch weiter verstopfen und die Luft noch mehr verpesten. Das Problem ist, ohne Wirtschaft und Geld geht's ja auch nicht. Aber dann ist vielleicht immer mehr nicht mehr das richtige Ziel. Wenn wir daran was ändern wollen, müssen wir den ganzen Wahnsinn erstmal verstehen. Und dafür muss man ihn auseinandernehmen. Genau das ist die Mission von Wahn und Sinn. Dabei sein ist ganz einfach. Abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Das wäre schade. Für euch hauptsächlich. Ich bin da.